Hey, mein Name ist Sumit, ich bin Gründer und teile meine Learnings offen im Internet. Nach vielen Stationen von Agentur über Konzern bis Hypergrowth Silicon Valley Startup wollte ich mein Leben anders gestalten. Heute braucht es nicht mehr als Internet, um ein Business-Imperium aufzubauen, das unser Leben komplett verändert. Wir müssen nur den Laptop aufklappen und loslegen. Darum geht es im Minimal Empires Podcast. Herzlich willkommen zu Minimal Empires Folge 38. Heute, einen Tag verspätet, geht es um eine Remote Company bauen. Und ich meine jetzt nicht, wie ist es für dich, im Homeoffice zu arbeiten, wie ist es vielleicht für Mitarbeiter im Homeoffice zu arbeiten, sondern wie ist es für dich als Gründer, eine Remote-Firma aufzubauen. Was für Vorteile und Nachteile gibt es gegenüber, wenn man ein Büro hat, einer, sagen wir mal, On-Site-Office-Firma? Und was sind vielleicht ein paar Dinge, die man machen kann, um die Situation einfacher zu machen oder besser zu machen und oder die Vorteile sogar komplett auszunutzen. Darum geht es in der heutigen Folge und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Das erste Thema und ich würde behaupten, das mit Abstand wichtigste Thema bei einer Remote-Firma, das anders ist, wie wenn man alle zusammen im Büro sitzt, wie wenn man das ganze Team im Büro hat, ist die Kommunikation. Also wie kommunizieren die Mitarbeiter, wie kommuniziert das Team, wie kommunizierst du als Gründer oder Geschäftsführer deine Vision, Strategie und so weiter zum Team, wie findet das Alignment statt und so. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Da gibt es ein paar Sachen, die meiner Meinung nach, die man sehr bewusst angehen muss. Und das ist, glaube ich, schon das richtige Stichwort. Die ganze Kommunikation, wenn man remote ist, ist bewusst. Lass mich nochmal ganz kurz definieren, was Remote Company heißt. Remote Company heißt im Prinzip, es gibt kein physisches Office. Und alle Mitarbeiter sind verteilt. Wie verteilt, kommt immer drauf an. In meinem Fall, bei Parkett, ist das Team verteilt in Deutschland. Alle haben eine deutsche Arbeitserlaubnis. Das heißt nicht, dass nicht mal jemand von woanders aus arbeitet. Das können Sie gestalten, wie Sie möchten. Aber effektiv ist der offizielle Arbeitsplatz im Vertrag sozusagen die Wohnanschrift von den Mitarbeitern, vom Team. Und die sind in Deutschland verteilt. Das weltweit zu machen oder europaweit oder so, kommt natürlich mit ein paar Hürden, was Bezahlung betrifft. So kannst du jemanden einstellen, der in Frankreich wohnt und nur eine französische Arbeitserlaubnis hat. Vielleicht, ich weiß es nicht mal. Kannst du das auf den Philippinen machen? Dann gibt es dann häufig Services, die das abstrahieren. Die stellen die Leute an und dann beauftragt man nur die. Dann sind sie nicht wirklich angestellt und so weiter. Es gibt lauter solche Sachen, aber ich persönlich habe mich entschieden, Remote Company und ausschließlich Deutschland, weil es einfach einfacher ist, die Leute anzustellen. Und ich das Ganze drumherum kenne, ne? mit den Rechten, die Mitarbeiter haben, mit den Rechten, die Firma hat und so weiter. Im Ausland, ja, wenn man sich nicht auskennt, wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Ist aber möglich und es gibt viele Firmen, vor allem in den USA, die weltweit remote einstellen und dafür aber natürlich eben Servicefirmen nutzen oder Firmen nutzen, die dann Payroll und sowas abstrahieren. Denn dein Steuerberater in Berlin wird vermutlich nicht wissen, wie man Gehälter bezahlt nach, keine Ahnung, nach Asien oder so. Also zurück zur Kommunikation. Die muss sehr bewusst stattfinden. Denn es ist nicht so, dass man irgendwie im Büro sitzt und einfach mal sagen kann, hey, komm mal rüber, ich zeig dir was oder ich gehe kurz rüber oder so, sondern die Leute haben vielleicht unterschiedliche Arbeitszeiten oder sind gerade sehr fokussiert, willst sie nicht unterbrechen oder. Man weiß es einfach nicht. Es muss ja nicht mal sein, dass die Kernarbeitszeiten unbedingt bei jedem gleich sind. Durch Remote bestehen halt sehr viele Flexibilitäten oder gibt es sehr viel Flexibilität. Das heißt, man weiß es einfach nicht. Man sitzt alleine hier, man kann in den Videocall gehen, aber wenn man jemand schreibt, dann ist es immer sehr bewusst. So, es ist nicht, wie gesagt, man ist nicht zufällig in der Küche und trifft sich und redet über irgendwas, sondern wenn man jemandem schreibt oder in einem Team-Chat schreibt oder sowas, dann ist es immer sehr bewusst und zielgerichtet. Und man kann nicht erwarten, dass jemand sofort antwortet. Man weiß das einfach nicht. Ja? Das heißt, man muss es sozusagen asynchron gestalten alles oder zumindest darauf vorbereitet sein, dass die Kommunikation sehr asynchron ist. Also Beispiel, wir benutzen Slack, aber ist egal, man kann Discord benutzen, Microsoft Teams, völlig egal.
als Kommunikationsmedium. E-Mail nur die wichtigen offiziellen Sachen. Und in Slack, wenn wir was reinschreiben, klar, im Idealfall antwortet noch jemand, sagen wir mal, in den nächsten paar Minuten. Aber gibt natürlich auch Situationen, wo das nicht der Fall ist. Und man muss eben viel Informationen mitgeben. Generell overcommunicate ist ganz, ganz wichtig. Also immer Sachen zu viel sagen, wiederholen, zu viel Kontext geben. Wenn man selber über Sachen nachdenkt und irgendwo drin ist und dann anfängt, über ein Thema zu reden und man hat mit jemandem schon vor einer Woche drüber geredet, geht man davon aus, der hat den gleichen Kontext. Aber der hat ja ganz andere Sachen gemacht. In der Zwischenzeit ist vielleicht im Kopf gerade woanders, deswegen viel schreiben, immer zu viel Kontext geben, immer aufpassen, dass man akkurat ist und so weiter und nicht irgendwas wischiwaschi formuliert, sondern ja, da besteht einfach Verwechslungsgefahr und es ist super ineffizient, wenn man dann nicht, ich nenne es mal, konkret und korrekt ist in dem, was man sagt und was man schreibt, also eher was man schreibt. Ja, und zu asynchron gehört halt eben da, dass man Nachrichten formuliert und auch davon ausgeht, dass sie ja später gelesen werden und dann so viel Kontext, wie es geht, mitgibt. Das heißt nicht, dass man einmal am Tag so eine Nachricht schreibt, sondern wir chatten natürlich auch ganz normal hin und her und schicken uns GIFs und was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jetzt, heute ist Sonntag, wenn ich heute eine Nachricht reinschreibe und davon ausgehe, dass mein Team das erst morgen liest, dann gebe ich natürlich so viel Kontext, wie es geht, mit. Overcommunicate, wie ich gerade gesagt habe, auch super, super wichtig, vor allem was Strategie, Vision, Alignment betrifft, immer wiederholen in den Meetings, die man dann auch mal hat, immer wiederholen, denn wenn man normalerweise drüber redet oder wenn ich jetzt über, sagen wir mal, Strategie nachdenke, ein Jahr, fünf Jahre bei Parkett, dann habe ich das natürlich konstant im Kopf und dann rede ich vielleicht auch hier lokal, also bei mir mit Leuten, über das Thema, ja, mit denen ich mich treffe und so weiter und habe so das Gefühl, es muss dann vollumfänglich sein, vielleicht auch das ein oder andere Mal mit einem Teammember und habe dann das Gefühl, das muss ja schon in den Köpfen drin sein. Man redet ja ständig drüber, aber das ist eben nicht so. Das heißt, da wirklich immer wiederholen und man kann auch einfach manchmal abfragen, ne, sozusagen, also so dumm es klingt, einfach mal ins Team fragen, hey, wisst ihr eigentlich, was so, wir machen gerade dieses große Projekt, wisst ihr eigentlich, was als nächstes kommt oder wisst ihr eigentlich, was wir nächstes Jahr geplant haben? Nur um zu gucken, ob du deinen Job richtig gemacht hast, was die Kommunikation betrifft. Also da muss man einfach bewusst und viel kommunizieren, lieber viel zu viel als zu wenig und vor allem alles aufschreiben. Achso, bevor ich zum Aufschreiben komme, ja, zu der Dokumentation, eine Sache noch bezüglich Slack oder Chat-Tools und so weiter. Wir benutzen da zum Beispiel auch Bots. Die fragen einmal die Woche, fragen die ab, hey, was hast du letzte Woche geschafft? Wen aus dem Team würdest du gerne loben für die Arbeit letzte Woche? Was steht bei dir diese Woche an? Hast du Blocker? Wo kann man dir helfen? Schick mal ein Bild, was du am Wochenende gemacht hast und so weiter. Einfach so ein paar Fragen, damit der Rest des Teams ein bisschen Kontext bekommt. Was hat die Person gemacht? Wo ist sie gerade dran? Was sind die Topics? Was wurde geschafft? Schafft auch ein bisschen Accountability so im Team und gibt ein bisschen persönlichen Touch. Ne? Wenn man auch noch fragt, so hey, was liefst du am Wochenende? Zeig mal ein Bild oder so. Und dann schreibt jemand in Slack, hey, ich war, was weiß ich, Kajak fahren am Wochenende. Also man muss wirklich aktiv dafür sorgen, dass die persönliche Beziehung oder die auch, ich nenne es jetzt einfach mal private Kommunikation, ja, das Teambonding und so weiter, dass das ein bisschen mit in die Online-Welt einfließt, weil von alleine passiert es nicht einfach so, wenn sich die Leute nie sehen. Und bei uns ist es ja auch noch so, dass wir sehr wenig Meetings haben. Ne? Wir haben ein offizielles pro Woche, vielleicht zwei, und dann treffen sich die Leute halt, wie es notwendig ist, gehen in einen Videocall oder so, mal mehr, mal weniger. Und da muss man das schon aktiv fördern. Genau, also kommen wir zur Dokumentation. Das ist mit so das, also meiner Meinung nach sollte man das nicht nur nicht unterschätzen, sondern zum Standard machen im ganzen Team. Denn stellt euch vor, ihr habt neue Mitarbeiter, die reinkommen. Die kriegen vielleicht ein Onboarding und treffen sich dann mit ein paar Leuten, aber die werden sich remote dann vielleicht erstmal lost fühlen, wenn ihnen nicht Sachen an die Hand gegeben werden. Und irgendwie müssen sie sich ja einarbeiten können, müssen sie ja Sachen nachlesen können. Und Dokumentation hilft so unfassbar viel in ganz vielen Bereichen. Zum einen, wenn man Sachen aufschreibt, denkt man tiefer drüber nach. Ich habe schon mal über das Thema RFCs geredet hier im Podcast, also Ideen auszuformulieren und aus verschiedenen Blickwinkeln aufzuschreiben und durchzudenken, das hilft extrem. Aber generell, immer wenn wir
irgendein größeres Projekt haben oder irgendeine Entscheidung getroffen haben an Architektur oder wie Sachen funktionieren, dann ist immer noch mit die Frage, ist schon dokumentiert, wo steht es dann drin? Oder wenn ich versuche, was zu machen, was nicht mein Day-to-Day-Job ist und ich finde die Dokumentation nicht, dann frage ich das Team, ja, wo ist die Dokumentation? Ich würde gerne das und das angehen, weil die Anspruchshaltung ist, dass so viel wie es geht dokumentiert ist und Leute, die sich einarbeiten wollen, sagen wir mal, die Sachen finden und die, sagen wir mal, dem Guide oder der To-Do-List folgen können, um das zu machen oder nachzulesen, warum das so ist, um Kontext zu kriegen. Und das ist remote einfach ultra wertvoll. Also viel dokumentieren. Man kann da auch ins Extrem gehen. Zum Beispiel bei Stripe, da war ich ja auch remote und die haben weltweit remote Leute. Da war das ziemlich krass. Da wurden nicht nur aus dem Grund, auch aus anderen Gründen, aber es wurden alle 2 Wochen die komplette Historie in Slack und E-Mails gelöscht, was ziemlich crazy ist. Das heißt, man kann keine Informationen in E-Mails speichern. E-Mail war wirklich ein temporäres Kommunikationsmedium, aber du kennst es sicherlich auch. Jeder von euch kennt es. Ihr habt eine E-Mail-Historie von 10 Jahren und da drin sucht ihr einfach Zeug, weil ihr wisst, okay, da ist noch diese File und da ist noch das und der hat das und das geschrieben und so weiter. Und bei Stripe war das dann eben so, die E-Mails sind weg. In 2 Wochen sind die E-Mails weg. Das heißt, man musste es dokumentieren. Wenn irgendwas wichtig war und ich wusste, das brauche ich in der Zukunft, dann musste ich diese E-Mail nehmen, dokumentieren, die Files irgendwo anständig abspeichern und vielleicht mit dem Team teilen und so weiter. Also man war zwar quasi gezwungen, ausführliche Dokumentation zu führen über die wichtigsten Sachen sozusagen. Und das fand ich schon mega, mega nice. Also das hatte noch andere Gründe, dass die Sachen gelöscht wurden, dass man nicht über Confidential Sachen spricht, ne, und die dann irgendwie in der Chat-Historie sind oder sowas. Das natürlich auch, aber ich fand das einen sehr, sehr krassen Nebeneffekt. Und Stripe hatte die krasseste interne Dokumentation, genauso wie Public-Dokumentation, die ich jemals gesehen habe, ever. Also da habe ich mir ein großes Beispiel natürlich dran genommen. Und egal, ob das jetzt größere Features sind oder so oder Kleinkram, aber halt Dinge wie neue Ideen oder Prozesse oder Benefits für die Mitarbeiter oder Prinzipien oder ein Handbook, an das sich die Mitarbeiter gerne halten sollen oder deine Vision und Strategie und so weiter. Auch das ist super, super wertvoll. A, dass du es aufschreibst und B, dass das Team das einfach nachlesen kann, wenn sie das möchten. Und ich update zum Beispiel diese Vision und Strategie bei Parkett zweimal im Jahr, also alles halbe Jahr mit dem Fokus für die nächsten 6 Monate sozusagen. Genau, also was die Dokumentation betrifft, aufschreiben, wiederholen, nachjustieren, ne? Die Dokumentation muss ja geupdatet werden und so weiter, Leute pingen, also man muss das schon immer wieder auch sagen und sich gegenseitig einfordern im Team, dass Sachen dokumentiert werden, aber es hilft unfassbar gut. Immer wenn wir einen Freelancer hatten, der neu reingekommen ist, immer wenn wir einen neuen Mitarbeiter hatten, haben wir gemerkt, wie super, super hilfreich diese Dokumentation ist. Dann bezüglich Teambonding, was ich vorhin schon kurz angerissen habe, ist, dass das im Office natürlich nicht einfach so ist. Man kann nicht einfach mal sagen, ja komm, wir gehen heute Abend zusammen Abendessen oder wir gehen alle zusammen weg. Wir haben jetzt das erste Mal einen Offsite gemacht, habe ich in der letzten Folge drüber gesprochen und generell halte ich das für super, super sinnvoll, das 2-mal im Jahr zu machen, dass das Team sich wirklich sieht, denn da entstehen einfach nochmal neue Beziehungen. Das habe ich, oder tiefere Beziehungen. Das habe ich bei Stripe auch gemerkt. Das war einfach komplett was anderes, als ich einmal mit denen Abendessen war mit dem Team und wie man dann am nächsten Tag in Slack geschrieben hat. Allein das ist schon unterschiedlich, weil man weiß, wie die Leute reden, man weiß, wie man sich ungefähr anspricht, man versteht besser, was ist, keine Ahnung, ironisch, ein Witz und so weiter. Man kann die Leute besser einschätzen, wenn die genervt sind und wenn nicht. Das ist schon mal einfach nochmal was anderes. Deswegen Offsites planen, wenn das Budget das hergibt, halte ich für super, super sinnvoll. Parkett hat es jetzt erst im 3. Jahr geschafft. In den ersten 2, 3 Jahren gab es keine Offsites. Und der nächste Offsite steht bei uns auch im November an. Es gibt aber auch virtuelle Offsites. Das hatten wir davor gemacht. Und das hört sich ein bisschen weird an. Also das ist ein bisschen komisch, vor allem am Anfang. Ich hatte bisher nur schlechte Erfahrungen damit, bis ich bei Stripe war. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Da kann ich gleich ein Beispiel noch erzählen. Aber so ein Beispiel, wo man das macht, sind Weihnachtsfeiern zum Beispiel. Das werden wir auch dieses Jahr machen. Da trifft sich natürlich nicht das Team, jeder ist bei der Family und so weiter. Und da werden wir wahrscheinlich Ende Dezember, Mitte Dezember eine Weihnachtsfeier machen, die virtuell ist.
haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ich glaube, in der Pandemie haben das viele Teams dann angefangen. Und das ist, wie gesagt, das ist ein bisschen anders, aber das kann durchaus Spaß machen. Ein virtuelles Offside oder virtuelles Onside, wie auch immer man es nennen will, hatten wir bei Stripe. Das fand ich sehr beeindruckend. Da kam bei jedem am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, europaweit, ne, das muss man erstmal hinkriegen, ein Kurier und hat ein Geschenk gebracht. Bei manchen kam es vielleicht auch früher, aber dann stand halt einfach drauf, bitte erst dann öffnen. Und das haben dann alle aufgemacht, es war bei allen das gleiche drin. Es war eine große Lego-Rakete, nämlich hier, wer mir im Video zuguckt, sieht die Rakete da oben stehen, da. Eine große Lego-Rakete. Und dann hat quasi, also das Team, das ging zuerst so ein bisschen von der Führungskraft, vom Manager, so ein bisschen Vision und so weiter. Dann durften alle Essen bestellen sozusagen auf Firmenkost. Dann haben wir alle zusammen gegessen am Schreibtisch sozusagen, ne, virtuell. Essen weg, Lego ausgebreitet, dann haben wir uns unterhalten in kleineren Grüppchen und haben diese Lego-Rakete zusammengebaut, jeder. Und einfach ein bisschen unterhalten, das fand ich auch ziemlich, ziemlich nett, ziemlich cool. Und am Ende war es dann so, dass man noch ein Spiel gespielt hat. Da war ich zuerst ein bisschen skeptisch. Ne? Man hat dann so eine Seite aufgerufen, das war wie ein Quiz und im Prinzip kam dann Musik und man musste raten, was für ein Lied es ist oder sowas. Und dann hat man Punkte gekriegt. Es gab zwei Teams, glaube ich. Und dann hat sich halt, also wir waren alle in einem Zoom-Call und ein Video waren dann plötzlich die Musik. Und plötzlich hat sich rausgestellt, das war eine Band, die das performt hat und ich dachte, ja, das ist irgendein YouTube-Video, was eine Band aufgenommen hat, womit, also ne, was halt so ein Quiz ist, wie wenn du ein Videospiel spielst oder was auch immer. Also es war einfach ein pre-recorded Video, wo Musik gecovert wurde und man musste raten, was es ist. Aber das war es nicht. Turns out, die hatten eine Live-Band irgendwo, auch mit einem Zoom-Ding und die hatten einen großen Bildschirm, wo unser Zoom-Call war. Also die haben uns alle gesehen und die haben auch den Chat gesehen. Und man hat richtig gemerkt, wie das nach und nach realisiert wurde und im Chat dann so geschrieben wurde, sind die echt? Reagieren die darauf? Und dann haben die, was wir im Chat geschrieben haben, in die Songs mit eingebaut. Und plötzlich waren alle so, what the fuck? Also das war so ein geiler Moment, wie das alle realisiert haben. Und dann hatten wir quasi sozusagen ein 2-Stunden-Konzert. Ein virtuelles Konzert von einer Band, die quasi mit uns interagiert hat und es spontan in ihre Songs eingebaut hat und gefreestylt hat und so. Und man musste raten, was es ist. Das hat ultra Spaß gemacht und super, super beeindruckend auch einfach von dem Manager, der das da organisiert hat. Sowas habe ich noch nicht gemacht. Ja, das ist ein bisschen aufwendig, glaube ich. Und ja, insgesamt. Aber ich meine, es gibt sehr tolle virtuelle On-Site-Sachen, die man machen kann. Bei Parkett haben wir sowas gemacht wie, also ein paar Sachen waren ähnlich, die wir auch schon gemacht haben, wie Geschenke schicken, die im Idealfall bei allen ungefähr um die gleiche Zeit ankommen oder zumindest in einem, ne, man schickt sie alle gleichzeitig, jeder bekommt es irgendwie innerhalb von 1-2 Tagen vorher, packen es alle gemeinsam aus und auch ein Online-Spiel haben wir gemacht. Es gibt virtuelle Escape Rooms, das ist auch mega, mega witzig zu sehen, wie so das Team das versucht zu navigieren. Wer es nicht kennt, einfach mal googeln, was ein Escape Room ist. Es gibt es auch in echt, physisch, daher kenne ich das. Macht meiner Meinung nach mega Spaß und es gibt es auch online, was auch richtig cool ist. Und das kann man mal probieren. Also wir fanden es ziemlich gut. Und genau, also so virtuelle Onsites können ganz nice gestaltet sein, aber kann auch super weird werden. Also in der Vergangenheit hatte ich das eher als was Negatives gesehen. Mittlerweile bei Parkett zumindest und auch bei Stripe empfinde ich das als sehr positiv. Ich hoffe natürlich, dass meine Mitarbeiter das auch so empfinden, aber ich muss auch gestehen, ich weiß nicht, ob das Feedback immer beim Chef ankommt, wie man es wirklich empfindet. Aber bisher war das Feedback zumindest das, was bei mir angekommen ist, war positiv, was das betrifft. Probiert es mal aus. Okay, also das ist Kommunikation, Dokumentation und so weiter. Aber es gibt einige andere Themen. Und wenn ich jedes andere Thema so detailliert besprechen würde wie jetzt gerade Kommunikation, dann würden wir wahrscheinlich hier 4 Stunden sitzen. Deswegen die anderen Themen schneide ich ein bisschen, also gehe ich nicht ganz so tief. Die sind auch wichtig, aber Kommunikation ist das, was meiner Meinung nach im Day-to-Day mit Abstand das Wichtigste ist. Deswegen bin ich da so tief rein. Es gibt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Logistik.
Arbeitserlaubnis muss natürlich am Start sein. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Wir machen das so: Arbeitserlaubnis muss in Deutschland sein. Da wollte ich es mir einfach machen. Das heißt, wir stellen in ganz Deutschland ein, aber man braucht eine deutsche Arbeitserlaubnis. Laptops, Hardware verschicken und so weiter sollte kein Problem sein, ne? Wenn wir irgendwie, wir bestellen immer MacBooks, wir bestellen sie direkt zur Adresse, wo die Person das will. Wenn jemand kündigt und man bekommt das MacBook zurück, dann habe ich die hier und wenn ich die wieder verschicke, dann schicke ich sie von hier aus hin. Also ist alles kein Problem, was Hardware betrifft. Verträge und so weiter, klar, alles digital, wobei es gibt jetzt irgendein neues Gesetz, dass man die Dinge ausdrucken muss und hinschicken muss und man braucht eine physische Unterschrift und bla bla bla. Deutschland halt alles so ein bisschen rückschrittig, aber Verträge verschicken ist jetzt auch kein Riesenproblem. Das geht natürlich per Post und die funktioniert ja ganz gut bei uns. No, ich würde sagen, 99% oder 99,99% von allem, was wir machen, findet digital statt. Und das Einzige, was irgendwie physisch ist, sind dann administrative Sachen, mit denen die Mitarbeiter gar nichts zu tun haben. Das ist dann mein Bier mit dem Finanzamt, mit was auch immer. Oder nicht speziell meins, sondern habe natürlich auch Hilfe im Backoffice, aber genau, also davon kriegt das Team nichts mit. Logistik also meiner Meinung nach kein Problem, alles lösbar. Was ein bisschen anders ist, aber nicht unbedingt ein Problem darstellt, Zeitzonen, also je nachdem, wo die Mitarbeiter arbeiten. In Deutschland gibt es ja nur eine Zeitzone, aber wer weiß, vielleicht hast du auch mal jemanden in Asien oder in den USA oder auch nur in Portugal oder so. Also Zeitzonen muss man immer oder muss man beachten ein bisschen, wenn das für das Team der Fall ist. Es gab auch schon Situationen, wo jemand halt 3 Monate ins Ausland ist, hat ein bisschen von dort gearbeitet, dann ist das Zeitzonen-Ding natürlich ein Thema. Arbeitszeiten ist so ein Thema. Wir haben nicht festgeschrieben, so du musst um 9 Uhr arbeiten oder sowas. Wir lassen jedem da so ein bisschen die Flexibilität. Natürlich gibt es so, ich will mal behaupten, Kernarbeitszeiten. Jetzt nichts, was ich forciere oder so. Das kann jeder, also ne, das musst du für dich entscheiden, wie du das machen willst. Aber wir brauchen ein bisschen Verlässlichkeit natürlich. Das heißt, wir erwarten, dass die Mitarbeiter so sich grob einen routinierten Arbeitsalltag aufbauen, weil es für sie selber auch wichtig ist. Wenn jemand einfach nur einen Tag hineinlebt und sagt, jetzt arbeite ich mal 2 Stunden und jetzt mal zwei, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht für die, das funktioniert wahrscheinlich nicht für das Team. Das heißt, es hat schon jeder einen routinierten Arbeitsalltag, aber ob die jetzt um 9 anfangen oder um 10 oder um 6 Uhr morgens, ist völlig egal. Und wir haben das literally. Wir haben Leute, die um 6 Uhr morgens anfangen, wir haben Leute, die um 10 Uhr morgens anfangen. Das ist also kein Problem, aber man muss es halt ein bisschen beachten. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ja auch einige Leute in Teilzeit. Wir haben einen Teamkalender, da, wo das Team, wo jeder einfach gucken kann, wer ist wann verfügbar. Jetzt nicht super detailliert auf die Minute oder so, sondern hey, ich bin hier 2 Tage weg oder hier bin ich schwer erreichbar oder nur im Notfall und so weiter, dass einfach so Ausnahmen da drinnen stehen und jeder das grob weiß, wie es läuft. Was auch ein bisschen anders ist, sind lokale Feiertage. Normalerweise ist ja so, alle sind in einem Büro, alle haben die gleichen Feiertage. Das ist natürlich anders, wenn man in ganz Deutschland verteilt ist. Dann gibt es halt mal in Baden-Württemberg einen Feiertag, der in Hamburg nicht ist oder umgekehrt und so weiter. Das muss man einfach ein bisschen beachten. Vorteile. Ich weiß nicht, ob du überlegst, eine Remote Company zu bauen oder nicht. Mich würde es sehr interessieren. Deswegen schreib es mir mal in die Kommentare oder in der Minimal Empires Community, ob du eine Remote-Firma hast oder es überlegst oder wenn nicht, falls nicht. Ich kann dir jetzt auf jeden Fall ein paar Vorteile sagen, was ich als extrem positiv empfinde, dass wir eine Remote-Firma sind. Das eine ist einmal die Kosten. Man spart einen Haufen Kohle an Office-Rent und das ganze Management da drumherum. Keine Ahnung, ob du schon mal einen Standort geführt hast oder einen Office hattest. Brandschutzthemen, Sicherheitsthemen, das ganze Gebäudemanagement drumherum, Reinigung, dass da genug Getränke sind und was man halt so braucht und so weiter. Das ist einfach ein Haufen Arbeit, ein Haufen Stress. Es kommt immer irgendein Kack dazu, es kostet einen Haufen Geld. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ich hatte das, bevor ich selbstständig geworden bin, bevor ich ein Unternehmen gegründet bin, war ich Standortleiter bei einem Unternehmen und also da ist einfach so viel administratives Zeug. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss, sagen wir mal so. Man hat weniger Meetings generell, muss man auch sagen. Wenn kein Office-Raum zur Verfügung steht und nicht alle neben dir sitzen, dann macht man nicht einfach mal so ein Meeting. Und wenn du remote bist und trotzdem konstant in Meetings bist, dann würde ich sagen,
sollte man vielleicht ein bisschen was an der Kommunikationsart ändern. Wir sind vielleicht ein extremes Beispiel mit unseren wenig Meetings. Ja, ich glaube, da gibt es dazwischen, also man muss nicht so wenig Meetings haben, aber ich glaube, wenn man das Team blockt mit Meetings die ganze Zeit, dann nutzt Remote auch nichts. Das heißt, generell würde ich sagen, Remote Companies haben weniger Meetings. Das ist mal einfach eine wilde Behauptung. Das heißt, man hat auch viel mehr Fokuszeit. Und wenn jemand nicht abgelenkt in seinem Setup zu Hause, wo man sich wohlfühlt, voll fokussiert arbeitet, das ist natürlich ultra produktiv. Und das höre ich halt vor allem Programmierern, vor allem von Programmierern, wo das wirklich sehr nützlich ist. Ja? Es ist einfach ein Haufen Rückenwind für die Arbeit, die machen. Aber ich glaube für jeden, auch für einen Copywriter oder so, jeder, der sich mal über längeren Zeitraum sehr fokussieren muss und sozusagen im Tunnel ist, da ist es, glaube ich, super, dass man remote ist, dass man in seiner gewohnten Umgebung ist. Außer du hast natürlich ein schreiendes Kind neben dir oder so. Aber da muss jeder sich sozusagen das Umfeld schaffen, in dem man produktiv ist. Aber das passiert eigentlich automatisch, weil man hat natürlich mehr Kontrolle zu Hause als im Büro. Aber da komme ich noch drauf. Flexibilität, das habe ich kurz erwähnt. Tagesgestaltung, was weiß ich, ich gehe mittags mit der Kleinen raus oder ich gehe morgens ins Fitnessstudio und lasse mir ein bisschen mehr Zeit, bis ich bei der Arbeit bin oder ich kann spontan mal, mein Kind ist krank, spontan arbeite ich lieber heute Nacht als mittags oder so und man muss nicht immer, man spart sich halt den Commute, den Arbeitsweg und so weiter, man ist generell flexibler im Tag. Trotzdem, ich will nicht ganz in Tipps fürs Homeoffice eingehen, aber trotzdem braucht man natürlich einigermaßen einen strukturierten Tag, sonst wird es meiner Meinung nach sehr messy. Aber das muss jeder individuell für sich gestalten. Generell bietet Remote Work jedem natürlich sehr viel Flexibilität. Und das ist für mich auch privat ein sehr großer Vorteil. Jede Person kann sich die angenehmste Arbeitsumgebung schaffen, in der man gerne arbeitet. Manche wollen es eher dunkel haben, manche wollen es hell haben, manche wollen es warm, manche wollen es kalt, manche wollen ein krasses Setup hier mit 5 Bildschirmen, manche nur ein Standing Desk oder nicht, manche wollen so ein Laufband unterm Schreibtisch. Manche wollen im Liegen arbeiten, was weiß ich. Ja, es ist, jeder hat es ein bisschen anders und das kann sich jeder zu Hause gestalten, wie man es gerne hätte. Ich habe hier full-blown Streaming-Setup, ich habe einen Gaming-PC nebendran, ich habe 2 Bildschirme, hier tolle Mikrofone und vor allem habe ich Ausrüstung und so weiter, aber ich habe auch meine Getränke da, ich habe immer Kaffee und Wasser, das ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, das ist mir schon klar. Andere wollen vielleicht lieber Mate und Cola. Ich habe meine, was weiß ich, Proteinshakes, die ich trinke und was auch sonst immer. Ne? Also ich kann mich zu Hause einrichten, wie ich das gerne hätte und jeder kann das so für sich machen. Muss ganz ehrlich gestehen, hätten wir ein Büro, hätte ich es erstmal so eingerichtet, wie es mir gefällt. Dann kommt natürlich das Feedback vom Team dazu und dann, ja, es wird einfach, ihr kennt es ja, ne? Wenn man im Büro ist, es gibt Sachen, die toll sind, es gibt Sachen, die einen stören, man diskutiert da manchmal, man will dann vielleicht jeden Morgen ein Frühstück haben oder einmal die Woche zusammen ein Frühstück oder bla bla bla. Das kann, zu Hause kann jeder die Arbeitsumgebung schaffen, wie es für sich individuell am besten ist. Und das finde ich auch einen riesen Vorteil. Dann, man hat keinen Commute, das ist auch mega, also 20 Minuten, dreiviertel Stunde zur Arbeit fahren und wieder zurück, ist nicht mehr. I love it. Was es natürlich gibt, Remote heißt nicht unbedingt von zu Hause arbeiten. Also wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die dann in Coworking Spaces gehen oder mal in Cafés arbeiten oder einfach oder auch dann von zu Hause. Es ist immer, also das ist einfach flexibel, wie sie es möchten. Aber das heißt, der Commute sozusagen, den sucht man sich aus. Eine Sache, die ich da zumindest sagen kann, manche Leute wollen den Commute verständlicherweise, an bestimmten Situationen fehlt er mir auch, um nach der Arbeit zum Beispiel runterzukommen. Ja, also man ist, wenn ich hier voll im Stress am Arbeiten bin und dann höre ich, keine Ahnung, um 18 Uhr auf, lauf rüber ins Wohnzimmer zu meiner Tochter und zu meiner Frau, dann bin ich noch voll in der Arbeit, weißt du, dann bin ich noch hibbelig und so weiter, dann kann ich nicht wirklich, also ich bin da einfach noch nicht runtergefahren sozusagen oder habe den Mode gewechselt von Arbeitsmodus zu Privatleben. Und so ein Commute hilft bei sowas und das ist zum Beispiel mit einem guter Grund oder Umfeld, ja, wenn man Kinder hat und so und einfach keine große Wohnung hat, dass man in einen Coworking Space geht. Dann sucht man sich den Commute aus, ja, dann kann man sich selber entscheiden, aber es ist jetzt nicht so, ja, okay, wir haben unser Büro da und du musst jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurückfahren. Also das fällt komplett flach.
Wohlfühlfaktoren habe ich schon gesagt, so ein bisschen, ne? Kannst dir das Homeoffice einstellen, wie du willst. Ich habe hier, keine Ahnung, mein Lichtsetup so gemacht, wie es mir gut ist. Die beiden Lampen, die mich jetzt beleuchten, die drehe ich normalerweise um auf volle Strahlung an die Wand. Dann ist es wie Tageslicht hier drin, weil wir sind in Hamburg. Also so viel Tageslicht kriege ich hier nicht im ersten Stock. Hab Pflanzen mit rein, gute Mucke immer am Laufen und was auch immer. Also ich kann mir das Setup so machen, wie ich es gerne habe. Ausstattung und Ausrüstung habe ich schon erwähnt. Auch interessant, es gibt kein Flurgossip. Also zumindest kommt da bei mir nicht an. Das ist auch was, wo ich, wenn ich mich mit anderen Gründern unterhalte, die ein Office haben, ist es super interessant. Das ist mir gar nicht aufgefallen bisher, aber wir haben das Ganze gar nicht. Es gibt keine Lästereien, es gibt kein, oh, hast du gesehen, der hat das und das gemacht oder Was ganz natürlich ist, unter Menschen, sage ich mal, und in Teams und so weiter, dass das passiert. In jedem Büro ist es so, das ist in jeder Schule, jeder Uni, das ist völlig normal. Aber beim Remoting fehlt es einfach. Und es ist, man könnte sagen, damit fehlt so ein Bonding-Ding, ja, okay, aber es fehlt auch ein Troublemaker. Also ich habe das Gefühl, eine ganze Ebene, die Probleme auslösen kann, fehlt dadurch. Ich empfinde das als positiv. Weil, ja, wie gesagt, alle Kommunikation oder die meiste Kommunikation, die wir haben, ist sehr deliberate, ist sehr absichtlich. Ja? Was habe ich vorhin gesagt? Welches Wort habe ich benutzt? Egal, ihr wisst, was ich meine. Also man entscheidet sich zu kommunizieren und es ist dann sehr zielgerichtet einfach. Ja? Es geht um Arbeit, es kann auch mal um was Privates gehen und so weiter, aber es passiert nicht einfach so. Oder man wird nicht, ich sage jetzt einfach mal, beobachtet oder gesehen oder was auch immer. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also dieses Coffee Talk, Flur, Gossip oder Lästern oder sonst irgendwas, das habe ich noch nie mitbekommen in den 3 Jahren. Vielleicht kommt es auch einfach nicht, nur nicht bei mir an. Wer weiß, ja? Vielleicht gibt es Slack-Channel, von denen ich nichts weiß. Aber ich bin da jetzt einfach mal so naiv und sage, das kommt bei mir nicht an. Vor allem, wenn ich mit anderen Gründern spreche, die ein Office haben, die haben teilweise erzählt auch von Problemen, die sie haben. Da ist es mir dann wie Schuppen vor den Augen gefallen. Heißt es so? Schuppen von den Augen gefallen? Wie auch immer. Da ist es mir klar geworden, dass wir das gar nicht haben, das Problem. Also das halte ich auch für einen Riesenvorteil. Was vermisse ich denn vom Office? Was ist so, was einem dann ja, fehlt im Day-to-Day? Das eine sind sogenannte War Rooms. Ich als Entwickler oder als Techie habe das geliebt, wenn dann 4 Leute sich in einen Raum einsperren und sagen, so jetzt launchen wir das oder wir lösen das Problem oder es gibt ein Outage und wir machen das zusammen. So eine richtige Energie einfach, um das Ding zusammen zu lösen. Das fehlt. Man kriegt das natürlich digital ein bisschen hin, aber es passiert viel seltener. Und generell die gemeinsame Energie fehlt mir. Ich weiß es noch, wenn ich ein Startup besuche, wenn ich in so ein Büro reingehe, dann fühlt man richtig die Energie manchmal, ja? Also man kommt rein und alle sind am Machen und quatschen zusammen und am Whiteboard ist es und okay, let's do it und dann hockt man sich zusammen hin und guckt auf einen Bildschirm oder whatever. Das ist eine geile Energie, das ist eine ansteckende Energie. Das ist virtuell möglich, aber schwerer und man muss es, wie gesagt, sehr absichtlich herbeiführen. Also man muss da einfach dran arbeiten. Es passiert nicht einfach so. Ja, das ist was ich vermisse. Aber um gleich mal ein paar Tipps noch zu geben, wie man gegebenenfalls diese Energie trotzdem weitergibt. Das eine sind natürlich dann gemeinsame Meetings oder mindestens mal eins die Woche, wo man auch als Gründer so ein bisschen erzählt, was man machen will und hofft, da ein bisschen Energie rüberzugeben. Dann, wenn man so ein War Room oder sowas machen will, wenn man ein Outage hat, halt einen Meetingraum öffnen, alle rein, ja, virtuell. Und es da machen. Wir haben auch schon Produktlaunches, Feature-Launches und so weiter so gemacht und haben gesagt, komm, wir treffen uns alle und machen es gleichzeitig, gemeinsam launchen wir das. Das macht mega viel Spaß, das ist richtig nice. Was es auch gibt, ist, dass man halt morgens einfach sagt, hey, hier ist für heute das virtuelle Büro, das ist dann ein Google Meet-Link, bei uns ein Slack und jeder, der Bock hat, zusammen rumzuhängen und co zu coworken virtuell, geht halt da rein. Und dann macht man seine Arbeit ab und zu eine unterhält man sich mal und so. Aber generell ja, ist es optional. Das funktioniert auch ganz gut. Und was ich sehe, was größere Firmen machen, das haben wir jetzt nicht. Wenn man es nicht mehr schafft, als Gründer direkt Kontakt zu haben mit jedem Mitarbeiter,
sondern sagen wir mal, man hat viele Teams, 100 Mitarbeiter, 500 Mitarbeiter, dann gibt es Leute in der Firma, die du gar nicht kennst als Gründer oder mit denen du super wenig Kontakt hast. Was ich gesehen habe, was solche Firmen machen oder noch viel größere, sind, also tausende Mitarbeiter, sind dann, dass man sowas wie einen internen Podcast macht. Ja, oder sowas wie das Friday Fireside von Parkett, aber halt Gründer zur Firma, einmal die Woche. Und da kann der Gründer quasi in Person mit Video über Dinge sprechen, Features erzählen, über Strategie sprechen, einfach seine Gedanken mitteilen, weil das hilft allen Mitarbeitern zu verstehen, wie trifft der Typ Entscheidungen, wie denkt er über Sachen nach. Da kommt ein bisschen Energie mit, man hört, wie die Person spricht. Das ist eine ganz andere Art von Kommunikation und Motivation. Ja, man kann natürlich auch alles runterschreiben und das sollte man auch, aber es ist nochmal was anderes, wenn du jemand in Person oder über ein Video mit Audio und Video sprechen siehst und hörst und gestikulieren siehst und was auch immer. Das steckt einen nochmal anders an. Und ich persönlich, wenn ich das gesehen habe in der Firma, wenn das gemacht wurde, fand es extrem nice. Da hat man nochmal eine andere Connection so ein bisschen und weiß, ne, so, warum wir hier Gas geben oder, also es vermittelt einfach ein bisschen mehr. Also das kann ich auch empfehlen, vor allem bei größeren Firmen. Wenn man jetzt 10 Mitarbeiter ist, dann lohnt sich so ein interner Podcast nicht. Dann holst du die alle in ein Meeting, machst einmal eine Ansprache und dann hast du den gleichen Effekt, würde ich sagen. Genau. Okay, das waren alle meine Punkte zur Remote-Firma. Wenn es bestimmte Themen gibt, hast du es schon probiert? Oder versuchst es zu probieren und hast aber eine Sorge bei irgendwas, dann frag mich einfach. Twitter, Minimal Empires Community oder in den Kommentaren unterm YouTube-Video. Ich gehe sehr gerne darauf ein, schriftlich oder vielleicht in der neuen Folge. Und wenn dir die Folge geholfen hat, überleg mal, ob sie einem anderen Gründer vielleicht nicht auch hilft, einem anderen Gründer oder einer anderen Gründerin, die gerade dabei ist, ein Team aufzubauen und sich überlegt, Office ja oder nein. Leite die Folge weiter. Würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr den Podcast ein bisschen unterstützen mit einer kleinen Review auf Apple oder Spotify. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Peace.